Und damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Das letzte Mal wollten wir irgendwelche Dinge tun, aber ich habe vergessen, welche Dinge. Wir wollten auch mal angeln, aber scheiß drauf. Ach ja, ich sehe die drei Äxte. Wir wollten Holz hacken gehen. Wir wollten jede unserer drei Baumfarmen einmal wieder runterfarmen. Komplett runterfarmen. Okay, gut. Das machen wir dann. Diese einsamen Bäume da oben. Willkommen in der Alpha, ey. Ah, schade. Ich hatte gehofft, dass das Problem jetzt gefixt wäre. Wenn ich in den unsinnigsten Situationen hier jetzt loslassen sollte und damit das Abbauen abgebrochen wird, das ist tatsächlich nicht meiner Doofheit geschuldet. Manchmal kann man mir Dinge ja wirklich anlasten, aber in dem Fall ist es nicht meiner Doofheit geschuldet, sondern meiner Maus. Das ist das erste Thema des heutigen Abends, das ich mit euch besprechen möchte. Mäuse. Ich hatte mir vor Jahren mal, wie lange hatte ich meinen alten Laptop? Ich glaube 7 Jahre hatte ich meinen Laptop. Also vor, sagen wir mal, 4, 5 Jahren habe ich mir eine Maus gekauft. Was waren das? Speedlink Kudos RS Gaming Maus, genau. Speedlink Kudos RS, super Maus, war ich sehr zufrieden mit. Habe ich für 20 Euro, glaube ich, bekommen, also Top-Preis und... Boah, ich meine, für 20 Euro hatte ich prinzipiell nicht viel erwartet. Deswegen, meine Erwartungen wurden eigentlich übertroffen. Die hat vor einigen Jahren aber angefangen, Fehler zu halten. Unter anderem, dass sie random losgelassen hat. Ach ja, stimmt, die Maus hatte ich hier an meinem PC, also vor... Oh, dieses Jahr ist der 3. Kanalgeburtstag, also vor... 3 Jahren mittlerweile. Nee, dann heißt es schon länger. 2013 habe ich mir einen PC gekauft. Ja, dann. Vor 5 Jahren habe ich es mir, glaube ich, gekauft. Ja, vor 3 Jahren auf jeden Fall hat sie irgendwann angefangen, ein bisschen rumzuspinnen. Versucht zum Beispiel Dateien zu verschieben und die lässt los und klickt nochmal drauf oder führt einen Doppelklick aus. Und. Das ist halt echt ärgerlich. Ich meine, gut, es waren nur 20 Euro, aber ich habe noch nicht mal meinen Laptop so lange. So lange habe ich schon meine Logitech-Maus. Das ist so eine ganz einfache Funkmaus, ich glaube auch für 20 Euro. Sag mal, kommen jetzt die ganzen Wolfslieder aus Zelda oder was ist hier los? Moment. Oder? Nee, gehen wir doch auf easy. Gut. Mal ein anderes Lied. Ihr schnallt nicht, dass es Nacht ist, ne? Naja, auf jeden Fall, random Doppelklicks zum Beispiel, also... Das war beim Bearbeiten in Vegas sehr nervig, wenn dann Doppelklicks durchgeführt wurden. Aber es wurden einfach Dinge getan, die so nicht stattfinden sollten. Weil meine Maus einfach random geklickt hat. Das ist immer schlimmer geworden, also mittlerweile kannst du die gar nicht mehr benutzen. Und ich hatte halt vorher eine Logitech. So eine ganz süße, kleine, blaue Funkmaus. Und die funktioniert bis heute spitze. Aber die professionell, gut, Speedlink, weiß nicht, ob man es professionell nennen kann. Würde eher sagen, das ist so Gaming-Anfang, PC-Gaming-Anfangsphase. Ja, die ist mir halt eingeknickt. Und jetzt halt die Razer Naga Trinity. Weil ich mir dachte so, ja, auswechseln. Ich meine, ich spiele zum Beispiel Elder Scrolls Online. Da ist halt das MMO-Board für die Seite ganz praktisch, ne, wo du... Wenn du 12 Tasten hast. League of Legends kann ich mit der Naga Hex Funktion spielen und
Alles andere, PC-Alltag, mache ich mit der Doppeltaste. Also mit den Zweier-Daumentasten. So habe ich es mir gedacht. Und so auch anfangs zumindest durchgeführt. Mittlerweile benutze ich nur die Hex-Funktion, weil ich die 12er-Tastatur nicht richtig bedienen kann. Also die Maus mit den 12 Tasten an der Seite. Das Problem ist, die Maus hat schon ein ganz gutes Gewicht. Nur das 12er-Feld ist so groß, dass ich da nicht richtig die Maus greifen kann. Also entweder greife ich die Maus vernünftig und drücke dabei das halbe Zahlenfeld ein und löse damit Befehle aus, wenn ich die Maus hebe. Und ich hebe die Maus halt viel. Weil manchmal habe ich mich halt so mit meiner Hand in der Ecke manövriert, dass ich die Maus wieder sozusagen auf Ausgangsposition bewegen muss. Jetzt zum Beispiel, um irgendwas zu tun. Der Schreibtisch steht schon wieder komplett voll. Moment. So. Kann ich vielleicht die Zeit nutzen, um was trinken. Also 12er-Feld ist einfach extrem schwer zu bedienen, finde ich. Deswegen benutze ich nur noch das Hexfeld, beziehungsweise das hat ja 7 Tasten. Ja, und meine Logitech-Maus hält noch stand, meine Trinity geht mir langsam in die Knie gefühlt. Weil die langsam dasselbe Problem entwickelt, das auch meine Speedlink hat. Dass er random loslässt und random Befehle auslöst, die ich nicht so gebe. Ich halte gerade die linke Maustaste gedrückt. Das ist das Problem. Und bei der Speedlink lasse ich mir noch, da sehe ich es noch ein. Ich meine, das ist eine 20-Euro-Maus, ist ärgerlich, aber die hat mir jahrelang gut gedient. Ja, wie gesagt, ist ärgerlich, aber kann ich noch verschmerzen. Aber ich glaube, die Trinity ist mittlerweile knapp über 2 Jahre alt, also gerade aus der Garantie raus, glaube ich. Muss ich nochmal bei Alternate reinschauen. Weil das ist halt wirklich ätzend. Die hat wirklich Geld gekostet. Weil ich mir dachte, okay, Razer ist ja eine große Gaming-Firma, die Trinity sieht super aus für mich. Kann ich halt auch zum Beispiel beim Schneiden benutzen und Hotkeys festlegen oder so. Ich nutze auch die Keys tatsächlich. Also ich habe mir sogar Makros eingestellt, die ich nutze. Für GIMP. Für Videos einstellen. Also ich mache wenig über Tastaturbefehle, sondern sehr viel über die Makros in meiner Maus. Au. Ja, also an sich wunderbar. Das Problem ist halt nur, es funktioniert nicht mehr vernünftig, weil der linke Maustaster aufgibt. Und das ist halt mega ärgerlich. Ja. Ich werde vielleicht auch mal Razer schreiben. Weil, ja, sowas sehe ich halt echt nicht ein, dass die Maustaster nach 2 Jahren aufgeben. Ich erwarte mir nichts davon, Razer zu schreiben, ganz ehrlich, aber manchmal hilft sowas tatsächlich, Firmen richtig anzukacken. Bei Saturn zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, ich hatte mein Handy mit Schutzfolie bestellt, ne? Hab das Galaxy Note 8. Wunderbares Handy. Dachte mir so, okay, Schutzfolie. Wenn ich mir eine vernünftige selber drauf packe, kostet die Folie selber vielleicht auch so 10, 15, 20 Euro, je nachdem, wie wenig Bock ich habe, Preise zu vergleichen. Ne? Muss mal ein bisschen mehr nach oben schauen, nicht, dass ich oben irgendwo Stämme vergesse. Da zum Beispiel. Au. Scheiße. Wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? So.
Und da dachte ich mir, okay, ich habe schon mehrmals Folien aufbringen müssen. Und ich habe wirklich durch die Bank weg immer nur mindestens eine Luftblase drunter. Die sind zwar immer in Positionen, wo man so verschmerzen kann, aber ja, wenn ich habe mir halt so gedacht, okay, ob ich das jetzt kostenlos, also ob ich nicht für das Aufbringen zahle und dafür eine Luftblase habe oder man das sozusagen umrechnet, ein bisschen Geld für die Folie und ein bisschen Geld für den Arbeitsaufwand, dachte ich mir, okay, dann zahle ich halt für den Arbeitsaufwand, dann habe ich das Geschiss außerdem nicht. Ja, und ja, nach einem Vierteljahr hat die Folie schon erstmal einen fetten Kratzer drin gehabt. Da bin ich auch schon mal zu Saturn gegangen und meinte, ey Leute, das geht halt so nicht, die wurde mir als Selbsthelm verkauft. Ja, so tiefe Kratzer, die ist, das ist dann schon zu viel. So kleine Kratzer gehen halt automatisch raus. Nein, tun sie auch nicht. Lasst euch echt nicht verarschen mit dem Thema selbstheilende Folie. Also, da waren bei mir große Kratzer drin, da waren bei mir kleine Kratzer drin und ich weiß nicht, so Schlaglöcher nenne ich das jetzt mal. Also Sprengsel, die sich eingeprägt hatten in die Folie. Und, ja, natürlich auch das Bild gestört haben. Die Folie wurde aber auch beworben mit, ja, absolut blickecht. Also, dass da keine Schmiere oder so drauf sind und, glaube, fettabweisend stand auch drauf, so dass eben Fingerfett nicht haften bleibt, beziehungsweise es leicht abzuwischen geht. Alles gelogen. Zumindest in meinem Fall. Und da habe ich mal an Saturn geschrieben, war auch eine relativ böse Mail, da habe ich wirklich der Geschäftsleitung unserer Filiale hier geschrieben, meinte so auch zu ihr, also, ich habe vor einem Jahr mein Handy gekauft, mit positiver Erwartung, mit, wie heißt das hier, ach keine Ahnung, guten Glaubens, genau, ich habe guten Glaubens das Handy gekauft, mit Folie und Aufbringung und allem. Weil ich dachte, dass ein gutes Produkt von kompetentem Personal aufgetragen wird. Leider ist halt schon, also ein halbes, dreiviertel Jahr, da ist die Folie schon auf Wanderschaft gegangen. Das heißt, sie ist nicht mehr an Ort und Stelle geblieben. Irgendwann war es halt wirklich einen Zentimeter verschoben. Da meinte ich dann auch, also die Folie wurde mir als Selbstheilen verkauft. Ist nicht. Dann die Folie ist zum Schutz meines Displays da. Wenn die Folie aber nicht mehr auf dem Display liegt, sondern einen Zentimeter daneben, ist halt auch der Sinn verfehlt. Und ich würde sie halt bitten, das auf Kulanz zu beheben oder mir wenigstens das Geld dafür zurückzugeben, für den Service. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich diesen Service nicht weiterempfehlen und kann auch die Filiale nicht weiterempfehlen. Man muss halt darauf aufpassen, wie man es ausdrückt. Also, man darf halt nicht sagen, ich rede schlecht über die Filiale, sondern das ist halt dann wirklich üble Nachrede, glaube ich zumindest. Sondern man muss es halt so ausdrücken, ja, ich könnte es halt nicht weiterempfehlen. Also, wenn mich jemand fragt, ich könnte nicht sagen, geh da unbedingt hin. Ich weiß nicht, warum Nahfackeln gefehlt haben und ich weiß auch nicht, wie lange die da gefehlt haben. Man muss halt gucken, man muss bei sowas wirklich echt aufpassen, dass man nicht in die üble Nachrede reinrutscht. Naja, und da hatte ich das dahingeschrieben und relativ bald kam dann auch eine Antwort, so ja, es tut dir sehr leid und natürlich kann man das auf Kulanz machen und boah. Ach, das sind meine Rüstungsständer. Ich habe ja noch ein bisschen Taglicht. Oh, da fällt mir was ein. Ich wollte noch unsere Rinder züchten gehen. Ja, also bei sowas wirklich scharf aufpassen, nicht in eine üble Nachrede zu rutschen. Auf jeden Fall, habe ich halt trotzdem so ein bisschen Druck gemacht. Meinte, dass das halt so nicht geht, weil ich mich so echt hart verarscht fühle. LOL.
Wie ist hier die eine Kuh gestorben? Hier drin kann doch nichts spawnen, beziehungsweise... Hier drin ist ja auch nichts, dass die Kuh sterben könnte. The fuck? Ja gut, dann habe ich jetzt halt Leder. Habe ich halt ein bisschen Druck gemacht. Hallo. Und da ging es dann ganz gut. Und das ist eben wirklich, Firmen scheißen teilweise echt böse darauf, was du als Kunde sagst. So, ja, der Kunde hat für uns bezahlt, ne, und ja, der hat einmal bezahlt, den jetzt zu verlieren, ja, vielleicht doof, vielleicht auch nicht. Scheiß drauf. Machen sie manchmal. Aber zu sagen, also ich könnte es nicht weiterempfehlen, ist so, okay, der Kunde ist weg und eventuell verfällt durch diesen Kunden auch das Potenzial auf weitere Kunden. Also, da ist halt das Potenzial groß, dass Kunden, die sie bekommen könnten, nicht bekommen, weil sie einen Kunden schlecht behandelt haben. Tschüss, Arschloch. Ah, noch ein Bogen. Der ist aber nur gelungen. Ja. Deswegen, ich werde mal Razor schreiben und gucken, was dabei rauskommt. Ich werde auch mal Alternate schreiben und gucken, was bei denen rauskommt. Ich hatte mich schon mal an zwei Parteien mit... Achso, ja, genau. Stimmt, ich hatte mich schon mal an Razor gewendet und an Saturn, weil... bei meiner Tastatur, Ornata Chroma, die Tasten irgendwann geklemmt haben. Nach ein paar Monaten. Ja, auch extrem ärgerlich. Aber das wurde schnell behoben. Bin ich hingegangen zu Saturn, also Razer meinte, ja, wenn sie sich erstmal an den Verkäufer, meine ich so, okay. Mach ich. Ja, da war kein Zetern. Ich habe da auch mit einem Kundenbetreuer bei Saturn gesprochen und der meinte, also der hat sich das angeguckt, hat sich die, also ich bin mit dem Karton hingegangen, hat die Tastatur ausgepackt, hat es ausprobiert, meinte, ja, es ist halt schon offensichtlich, dass da was nicht funktioniert. Danke. Ich glaube, das hatte ich auch damals in Minecraft erwähnt. Das Problem, ich glaube, das hatte ich... Das hatte ich, glaube ich, schon mal drin. Ja. Absolut kein Problem. Da jetzt eben mit meinem Handy bei Saturn auch kein Problem. Bin ich. Also. Gut, ich muss sagen, ich wurde ja schon von Saturn einmal abgewiesen. Mit meinem Handy-Problem. Man muss sich halt wirklich an die Geschäftsleitung wenden. Also man muss halt wissen, wem man schreiben muss. Und ich weiß, dass die Geschäftsleitung reagiert, weil vor Jahren habe ich mal an einer Umfrage teilgenommen. Da wurden am Eingang zum Saturn so Zettel ausgegeben nach dem Motto, ey, wir wüssten gerne über ihren heutigen Einkauf Bescheid, wie zufrieden sie mit dem Service waren und so. Und ich dachte mir so, okay, schreibe mir mal ein bisschen was auf, was mir so gerade einfällt. Ich habe tatsächlich eine Antwort von der Chefin bekommen. War richtig gut. Da hat sie mir auch ein bisschen was erklärt, so manche Dinge, die halt, ja, denen auch bewusst sind, die sie aber nicht ändern können, so Fernsehabteilung ist ein gutes Beispiel. Fernsehabteilung ist immer gnadenlos beheizt, einfach weil die Geräte so brutal reinballern. Ja, ist halt schwierig zu ändern. Hab halt so gesagt, ja, das ist halt ein bisschen unangenehm in der Fernsehabteilung immer, meinst du, ja, ist denen bewusst, aber die können daran halt nichts ändern. Hatte ich auch nicht erwartet, weil, wie gesagt, ich weiß, dass Fernseher ordentlich heizen. Bei dem Thema mir wird gerade auch ziemlich warm. Aber es ist halt was, was ich finde, was anzumerken ist.
Und daher wusste ich halt, dass sie auch wirklich reagiert. Sie ist auch wirklich sehr nett. Also, ich erwähne hier natürlich keinen Namen. A, um meine Stadt zu schützen. B, um keine Namen zu nennen. Gehört sich halt nicht. Ach, scheiße.